Da kann ich durch, da kann ich denn. Oh. Das ist natürlich gut. Haut die ab, haut die ab, haut die ab. Oh, wie viele? Vor allem, wieso können die so schnell auf mich zurennen? Passt schon wieder was nicht. Schrotflinte raus. Mal safen, brauche ich die 5 Meter nicht laufen. Pam, 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 pam. Leicht interessant. Ups. Da bin ich an mein Mikrofon jetzt gekommen. ZZ. F5. Kann ich das kaputt machen? Nein. Kann ich die kaputt machen? Nein. Kann ich hier. Warum ist der jetzt da abgehauen vor mir? Eigenartig. Sehr eigenartig. Und warum stehen da oben jetzt dort zwei? Ich hab doch schon einen getötet. Warum steht der andere wieder auf? Fragen über Fragen. Die man, glaube ich, nie klären wird. Doch, eigentlich kann man die anderen beantworten. Weil es 4 ist. Überall explodiert und der kommt so. Nee. Ich fasse es nicht. Dann kommt so ein. Och, nö, jetzt. Oh. Ja, komm, töt mich. Komm, töt mich. Los. Ja, komm, töt mich doch. Naja, geht doch. Mama, los. 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 So. Ah, Moment mal. Ich habe hier eine tolle Waffe. Wo ist der andere? Ich sehe nichts mehr. Es ist so staubig hier. Krieg ich den Headshot verpasst? Lol. Wenn ich das Medikit nachher nicht wegen dir finde, da hinten, ne? Ist aber los. Ja. Hey, fall doch jetzt um da hinten. Hier geht doch. So, CZ. F5. Waffe wechseln. Da ja hier gleich so ein Hoshi. Zwei Hoshis langkommen. Drei Hoshis und mir mein Leben schon wieder zur Hölle machen wollen und mich schon wieder getötet haben. So. So, los. Kommt jetzt um die Ecke. Ich habe mein Time Boost Dingens angemacht. So. Ja, er tritt einmal zu und ich bin fast instant down. Ja, natürlich, was ist das denn für eine scheiß Spielphysik? Neuladen. Ey, ich will gar nicht wissen, ey, ich brauche das, ich brauche für das Kackspiel bedeutend Länge. So, Granate durch, viel Erfolg. So, ZZ, speichern. Minikits holen. Nein, vorher den noch töten. Austricksen, denn nachladen. Wieder andere Seite rum. Feuern. F5. Wo ist mein Medikit hin? Nee, nee, oder? Ja, auch gesammelt? Scheinbar. Hops. Oh, mir wurde gerade geschrieben, sie ist Teambeste. Ja, natürlich, kommt noch mehr. Ist richtig. Kommt.
Kommt ruhig her. Alter. Wie viele Leute hier einfach nur sind. Ey, geht doch alle sterben, ihr Ingame-Gegner. Ihr scheiß Replikanten, haut ab. Speichern. Okay, mit 52, mit 32 Punkten mehr. Ist doch was. Da. Medikit? Medikit? Was noch? Ey, komm schon. Muss noch mehr geben. So. Checkpoint wird gespeichert. Juhu. Da lang oder da lang? Wie lang? Ja, genau. Kommt man eh nicht. Nö. So, Schnellspeichern erfolgt. Gehen wir mal weiter. Warum ist hier jetzt so ein scheiß Wasser? Das ist mir gar nicht gefallen. Genau, hau ab da. Hallo? Alter. Also da hat mich das Spiel gerade wieder erwischt gehabt. Ich glaube, da hat man auch gesehen, dass ich da mit der Maus bisschen gezogen habe. Ja, natürlich. Hallo. Unfair. Kann ich da durchschießen? Nö. Natürlich kann ich nicht. Kann ich da nicht durchschießen. Aber ich kann das so machen. Hehehehe. Licht an. Ich hätte gerne bitte das Schild. Ich will das Schild haben. Natürlich kriege ich nicht das Schild. Ach, meine Teamkameraden. Von der SSEGD. Ah, schade, alle gefallen. Schade. Exit, speichern. Nee, oder? Spiel, tu mir das nicht an. Nein, nicht schon hier Slow-Mo. So eine Scheiße. Komme ich da durch? Nein. War ja auch zu schön, um wahr zu sein. Hat man hier aber noch irgendwas? Los, Spiel, krieg dich wieder ein. Die Waffen ich hier eigentlich noch krieg. Hallo, Spiel. Nochmal speichern. Vielleicht kriegt sich's ja auch ein. Oder auch nicht. Und ich mache hier kurz einen Cut, gleich wieder da. So, jetzt befinden wir uns wieder in-game und das Spiel hat sich beruhigt. Erstmal Safe Stat setzen. Passt. Also mit Slow-Mo ist ja das Scheiße. Wie von da komme ich? Also muss ich hier irgendwo runter. Ja. Nee, hä? Ach so. Hier war ich. Aha. Also muss ich da denn irgendwie weiter. So, gut zu wissen. Gut, hier können wir abkürzen. Also müssen wir hier runter. Müssen wir ja da lang. Da ranspringen, ups. Wartel. Wenn man dieses ganze Klettern und Laufen und so sprinten hätten, so ruhig einbauen können schon hier. Da liegt ja der Assi.
Hier sind unsere Teamkameraden nicht. Ja, so leider von uns gegangen. Da liegen zwei Pistolen. So, wie müssen wir jetzt weiter verfahren? Das ist eine, denke ich mal, sehr gute, berechtigte Frage. Da wir hier nicht durch können. Müssen wir wohl Vanessa. Aber das wäre genau wo? Ja, gute Frage. Wie wär's mal mit der Tür da? Hallo? Oh, Checkpoint. Wollt ihr mal wieder sein? Hallo? So. Komisch aus. So. Da hinter erwartet mich. Stimmt. Wieder Gegner? Und Granate der. Viel Erfolg. So, speichern. Aha, mein Name ist bei den Replikanten Nummer 1. Ah. Gut, dass das mir auch mal gesagt wird. Safen? Frei, frei, Medikit ist voll. Ey, abhauen gibt nicht. Machen wir mal so. Ja, natürlich. Der da hinten überlebt. Was weiß ich, wie viel Schuss. Und dennoch die tolle Explosion. Hey, hey. Was hat er für ein Schild? Schutz. Rüstung, wie auch immer. Da ist eine Glock. Und eine Watch. Oh, da sind noch mehr Leute. Tam, 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 tam. Oh, der Vorsprung in Team Fortress 2 wurde ausgebaut um 10 Punkte. Oh oh. Das ist natürlich interessant. Wie lässt ihr, oder lasst ihr hier was explodieren? Er jumpt da durch, natürlich. Hau das ab da. Mit deinen scheiß Kung-Fu. Ich bräuchte mal wieder so eine Kiste, wo dann übelst viele Waffen drin sind. Hier angebracht. Schrotflinte ist voll. Super. Oh, jetzt hänge ich hier in so einem scheiß Fass fest. Medikit. Jetzt hänge ich da fest. Das ist nicht wahr, oder? Habe ich hier noch eh so ein Medikit? Nö. Ich sehe zumindest keinen. Oh, schade, da hätte ich drauf schießen können. Eine Waffe. Da haben wir noch Medikit. Und, oh, und auch ein Gegner. Ah, gut. Ich wollte gerade sagen, neben mir hätte ja auch noch einer auftauchen können. F5. So, hier lang, hier lang, hier lang. Na, wieder so eine komische Cutscene, wie auch immer. Ja. Speichern. Stimmt da, hier in dem Kreis da. Hallo? Oder auch nicht. Dann hier hinter. Da wird dann ja lebendig. Aha. Oh, Alter. Licht an. Hey. Geht tut. Wollen die mich verarschen oder so? Lohnt sich das überhaupt auf die zu schießen? Ich weiß das nämlich nicht.